Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 18. Heute spielen wir mit dem FC Carl Zeiss Jena. Die haben den Heaven Shall Burn als Trikotsponsor aus Saalfeld, glaube ich. Und mal schauen, gegen wen es geht. Rot-Weiß Erfurt wäre lustig. Da hat man ein thüringisches Derby. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, wir spielen gegen irgendwas anderes. Aber nicht gegen Erfurt. So. Es geht gegen Aberdeen, Scotland. Schottland am Start und es ruckelt leicht, aber es legt sich. McGinn macht in die Mitte und Cosgrove macht ihn schon rein. Das war nicht gut. Cosgrove macht das 1:0 für Aberdeen, aber dabei waren wir noch gar nicht einmal im Ballbesitz. So, das muss weiter besser gehen. Wir müssen mal wieder gewinnen. Cross. Eckhart. Sehr gut, Eckhart! Eckhart! Was für Russen sind da? Weg, Jin, schon wieder. Schon wieder über rechts. Das lassen wir uns nicht bieten. Cross. Nein, was machst du denn, Eckhart? Schießt voll im Weg rum. Wolfram. So, starke. Brügmann. So, wir spielen mal auf. Eckhart. Löhmanns Röben. So, Cross. Jetzt muss ich mal ein bisschen nach vorne gehen. Christi. Wieder Cosgrove am Start. Der Torschütze zum 1:0. Aber ist nichts geworden. Ah, oh, nee, Christi läuft durch. Steht 2:0 für Aberdeen. Das ist nicht gut. Das ist nicht durch, nicht gut. Christi macht dieses Mal. Nicht gut. Nicht gut. Das muss besser werden. Definitiv. So. Eckhart. So. Jetzt machen wir mal schnell. Eckhart. So. Groß. Na, nicht gut. Das war nicht gut. Müssen wir einen besseren Pass spielen. Slammer. Starke. Auf Lohmanns Gröben. Thiele. War auch nicht gut. Doch, doch! Der war durch. Ah, dann kam der Gegner wieder. Der Verteidiger von Aberdeen. So, McKay Steven. Oh, der sprintet durch, der sprintet durch. Macht das 3:0? Nein, natürlich nicht, weil Cross ist da. So, Eckhart. Rückmann, sehr gut. Einfach mal jetzt sich ein bisschen durchkombinieren. Ja, das war zu lasch gepasst eigentlich. Aber ist noch drin. Eckhart. Ja, 11 laufen wir vor. Ach, du hast nicht so. Unten durch hättest du laufen sollen. McGinn schon wieder. Christi müssen wir aufpassen. Ronaldo spielt nicht. Das ist gut. Geh weg! Sehr gut. Günter Schmidt. Auf Grösch. Wolfram. Ja, da kommt gut. Wolfram. Ja, kommt da rechts nicht durch. Der macht seinen Job gut. Football Wasps. Wasps. Koppens. So, jetzt vor auf Starke. Und auf Krösch. Ja, machen wir mal so. War zwar nicht so geplant. Brügmann. So. Macht doch mal ordentlich Action jetzt. Genau, Brügmann. Nein! Das ist nicht gut! Das ist nicht gut, was wir spielen. Eckhart. Starke. Auch nicht gut. Auch nicht gut.
Der macht das gut, der Gegner. Aber wir kommen besser rein. Wir kommen definitiv besser rein ins Spiel. McGinn, Cosgrove. Müssen wir aufpassen, der hat schon ein Tor gemacht. Wenn er flankt, ist das nicht gut. So, Eckhardt. Starke, ja. Abseits, ne? Nein, kein Abseits. Thiele! Kommt da nicht zum Schuss. Hätte er lupfen sollen. Hätte er lupfen sollen. Logan. Das ist Abseits. Ne, ist doch kein Abseits. Von McGinn. Ah, den hätte er fast gehabt. Den hätte er fast verteidigt. Jetzt versucht er aus der Distanz. Und den macht er auch. 13-0 für Aberdeen. Das wird eine richtige Abschlachtshow für mich. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Aber er spielt gerade auch ein besseres Spiel, muss man sagen. Ah, nicht gut. So, machen wir mal weiter. So. Cross. Auf Starke. Ja, Cross, Cross, Cross. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und machen wir eine Aufholjagd? Ich denke nicht. Ich glaube nicht. Aber ein Tor möchte ich schon haben. Und eventuell nicht mehr Gegentore als drei. Ich stelle mal auf sehr offensiv kommen. Ich mache jetzt Irrity Action. Konter. Und Pressing. Hoher Druck. Ja. So, hauen wir ordentlich auf die Kacke. Zu verlieren haben wir ja jetzt nichts mehr. Ich meine, ob es jetzt 3-0 oder 8-0 ausgeht, ist scheißegal. Verloren haben wir das Ding auf jeden Fall. Sehr gut, mach's. Jetzt schicken weiter. Nee. Ich wollte ganz hoch rüber. Zum Günther Schmidt wahrscheinlich. Oder zum Wolfram. Aber dann war er auf die Flanke wieder zu kurz. Es wird eine gelbe Karte geben. Es gibt doch nichts. Es gibt auch eine für Starke. So shiny. So, jetzt pass mal auf. Thiele. Ich glaube, das ist der fähigste Mann auf dem Platz. Das war ein versemmelt total. Eine Chance. Aber wenigstens hat er eine Chance. So, Koppens. Einfach vorpfeffern. Ja, ist egal. Halbzeit. 13-0 für Aberdeen. Aberdeen Football Club. Das ist nicht gut. Wir sind zwar besser mit den Zweikämpfen, aber das ist ja auch nicht so schlecht. So schwer gegen einen immer offensiv spielenden Menschen. Aber jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Dass wir hier nicht wirklich eine richtige Klatsche kriegen. 3-0 ist schon fies. Muss man schon sagen. Aber ich hoffe wenigstens auf ein 3-1. Vielleicht sogar ein 3-2. Mit etwas Glück auf ein 3-3. Und mit sehr viel Glück auf ein 3-4. Aber das ist Wunschdenken. Wir müssen jetzt erstmal hier versuchen, überhaupt ein Tor reinzuballern. Ich gehe jetzt auf Defensiv und auf Konter. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich versuche es einfach mal. Ja, der kommt gut. Aber die Flanke war zu hoch zum Kopfball. Wolfram. Hat auch den Ball. Aber der geht drüber. Schade, das war eine gute Chance. Wir könnten Wolfram auswechseln für Tuma. Aber RM für LM halte ich jetzt doch nicht für so schlau. So. Davis, Lewis. Auf Harvey. McLean. Shiny. Scheiße. Jetzt habe ich Angst. Wolfram. Auf. Ömanns Röben. So. Was machen wir jetzt? Nicht gut. Harvey. So. McLean. Auf Günther Schmidt. Machen wir mal außen. Ah, abseits, ja. Abseits. Aber wäre trotzdem vorbei gewesen. Ja, bringen wir mal Bock für Wolfram. Ist eine neue Kraft.
Ja, das stimmt schon. Aber er ist halt auch 1% schlechter eingestuft. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt noch so viel Unterschied macht. Wir brauchen halt welche, die noch ein bisschen sprinten können. Die noch ein bisschen Batterie voll haben. Okay. Bergmann. In die Mitte. Und macht ihn nicht rein. Scheiße. Das war eine gute Chance. Der stand mega frei da drüben. Hätte man sogar noch ein bisschen chillen können. Stewart. Ward Stewart. Oder God Stewart. Logan. Mac. Jin. Oh, jetzt passt er da wieder durch die Welt. Und der kommt und hält Koppens wenigstens mal fest. Und mittlerweile haben wir doch mal ein Tor verdient, oder? Im Vergleich zu drei. Günther Schmidt. Ja, genau. Jetzt rechts. Und flank mal wieder. Und da steht 3-1. Ina macht hier den Anschluss. Und der Torwart zittert. Was ist da los? Und er fällt wieder hin. Oh Gott, was ist da für los? Jubel. Thiele war es. Natürlich. Natürlich Thiele. Wer denn sonst? 3-1. Ah, 62. Minute. Da muss jetzt noch mehr gehen. Logan. Harvey. Oh nee. McLean. Dribbelt wieder durch das Feld und ich grätsche nur daneben. Oh, aber was für ein Schuss. Was für ein Hammer. Und jetzt McLean. Ja, macht ihn fast rein. Und dann wird es fast 4-1 stehen. Aber zum Glück nicht. Ich bringe jetzt nicht einfach mein linkes Mittelfeld für ein LV. Why not? So. Aber wir müssen jetzt hier ein bisschen uns anstrengen. Bock auf Günther Schmidt. Ja, den hast du noch. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Thiele ist beste Anspielstation bei Jena, denke ich mal. Im Sturm. Oder hat er Angst gehabt? Ich glaube, da hat er Angst gehabt. Thiele in die Mitte. Ja, der ist halt zu klein. Jetzt mal rankommen können. So, McLean schon wieder. Mega, mega Mann auf dem Platz. Sag ich wieder D-Bock. Boah, nicht gut. Komm, Grätsche. Rein. Nochmal rein. Ja, gibt Vorteil. Könnt gleich eine gelbe Karte, eine Karte ziehen, sehen. Boah, mega aus der Distanz. Mutig. Ah, Pannewitz, rein mit. Wir müssen jetzt reinpfeffern, was wir haben. Und das war nicht gut. Das war nicht gut. Aber wir haben auch Glück gehabt, dass Cosgrove nicht reinzimmert. Und da komme ich sogar dran. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und jetzt vor. Wieder rüber zu Bock. Wir passen den jetzt aus mit den zwei Spielern. So, Thiele steht gut. Aber der Pass kam nicht an. McGinn. McGinn! Nein! Was machst du denn? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Shiny. McLean. Auch nicht gut. Oh, mega Luck, dass der nur an die Latte gegangen ist. Der hat schon einige so Hammer gehabt. So Megaschüsse. Aber sind alle nicht reingegangen. Glück für uns. Eckart. McLean schon wieder. Natürlich. Oh, jetzt geht er natürlich ein bisschen auf Zeit. Aber würden das jetzt zum Verhängnis, das Zeitspiel? Thiele, Thiele! Außer Distanz mal drauf pfeffern. Ah, nicht gut. Zwar versucht, hätte auch reingehen können, klar. Aber, nope, war nix. So, McLean, natürlich. Boah, was macht er noch einen Trick? Da in der Mitte.
Wieder aus der Distanz, direkt in die Hände von Koppens. Nochmal die direkt in die Hände von Koppens. Jetzt haut er aber nur noch drauf. Jetzt er haut jetzt wieder drauf. Ja, war klar. Jetzt haut er voll drauf. Jetzt hat er, macht er alles, was er drauf hat. Will wahrscheinlich noch ein viertes machen. Ah, das wird nichts werden. Oh, mit Tricks, natürlich. Aber das ist zu weit weg. Das ist zu weit weg. Und zu mittig geschossen. Starke. Starke schon wieder, ja. In die Mitte. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Und dann verliert Carl Zeiss in der 3:1 gegen den FC Aberdeen. Und das war's für heute mit FIFA 18. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und ciao.